Herzlich willkommen zurück. Ich mach mal eben den Lader. Mal sehen, wie das jetzt hier wo weitergeht. Mauskabel, Smartphone, nicht haken. Das wäre ganz schlecht. So. Jetzt muss es ja sicherlich dort drüben weitergehen. Das geht ja wieder gut los hier. Bin mir jetzt unschlüssig. Ich glaube, von hier kam ich ja, ne? Kann das sein? Ja, genau, dann ging das hier zu, ne? Okay. Versuchen wir das mal anders. Ziemlich erledigt. Oh, das Tolle ist jetzt hier mit meinem Kopfhörerverstärker funktioniert das alles tatsächlich auch viel, viel schöner. Mehr hier aus dem Forum gebraucht, so ein Mini-Duck geholt. SMSL 700 SD 792 oder 93 römisch 2, wenn ich mich nicht täusche. Was soll denn das? Boah, der erwischt mich aber richtig hier, wa? Mal sehen. Das gibt's ja nicht. Ist jetzt hier Massensterben angesagt oder was? Gleich wieder schön zu Beginn, ja. Mach ich denn da jetzt? Ja, dann kommen wir erstmal hergefahren. Gucken, ob ich dich anders erwischen kann hier. Okay. Gibt's doch gar nicht, wa? Aha. Feierabend hier. Ich glaube, ich spinne. Machen wir das so. Erstmal schön Munition. Ja, bei ihm da oben weiß gar nicht, komme ich da drauf? Muss ich da sogar rauf? Stehen bleiben. Schrot kommt auf Entfernung nicht so gut. Habe ich mir mal sagen lassen. Ich hätte ja eigentlich gerne seine Munition da oben, ne? Aber ich befürchte, ich komme da nicht hoch, oder? Ich meine aber, man müsste hiermit irgendwie durch die Gegend pesen. Später zumindest. Verreck, du Arsch. Hast du dich mit dem Verkehrten angelegt? Da steht einer. Da anscheinend nicht. Boah. Was ist das für eine Geräuschkulisse da? Hab ich den echt noch erwischt, ja? Ups.
Okay. Sprich, ich muss hier langlaufen. Habe ich es doch geahnt, dass da einer rauskommt. Das war sehr offensichtlich, das Geblubber da eben. Der Brief war niemals eine Quittung. Rico Muerta wollte in der Stadt mehr erledigen als bloß Familienstreitigkeiten. Beweisstücke 2 und 3, eine Aktentasche voller Geld, ein Präzisionsgewehr und ein Umschlag mit einem einzelnen Wort auf teures Papier gedruckt. Bürgermeister. Das sah nicht nach einem Mafia-Vertrag aus. Zu kalt und zu präzise. Okay. So, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht, ja? Machst du einen Kill? Da oben steht einer. Hat er mich tatsächlich erwischt, wa? Gibt's doch gar nicht. Kurzen Prozess hier. Ich denke, das kann man aufschießen. Kann man auch. Das Schloss war einfach auch viel zu offensichtlich, als dass man das nicht entdecken würde. Dum di dum 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 da da. Okay. Und nun? Jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie es weitergeht. Nein, ist kein Knöpfchen. Ah, ich entdecke da was. Das ist das, was wir brauchen. Was? Mann. Der erwischt mich tatsächlich richtig hardcore hier, ne? Ich hab da eine Idee. Ich habe jetzt zwar kein Visier gerade, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Kann man ja mal gucken. Kann ich denn sowas auch aktivieren hier? Kampf. Nahkampfwaffe, Präzisionsgewehr. Ja, damit wähle ich es aus, aber. Shoot Dodging. Nur Shoot Dodging? Was soll das sein? Keine Ahnung. Mauseinstellungen? Nö. Ist ja auch egal. Ich laufe eh die wenigste Zeit mit sowas durch die Gegend hier. Uah! Junge! Sagenhaft hier wieder. Ich wusste, ich werde mich wieder erschrecken, ne? War nur die Frage, wann. Super, Matti. Tja, die Wumme geht ganz gut, sagen, ne? Das zieht ja eigentlich ordentlich durch hier, ne? Mach dich mal weg, Junge.
Tja, ich weiß nicht, geht's jetzt da weiter oder muss ich zurücklaufen? Ich denke, es geht da weiter, ne? Denn dafür habe ich das sicherlich geöffnet dort, oder? Oh ja, genau, ey. Zeitgleich sterben oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Komm mal her. Dafür fand ich irgendwo da hinten Munition, ne? Ja, oder auch dort. Der hat das unterwegs hier. Dann ist auch gut. Feierabend. Noch einer hier. Da was entdeckt, ja auch. Aber erstmal räumen wir mal ein bisschen das Büro auf hier. Das ist ja. Unmöglich hier. So, was haben wir denn hier Feines? Das würde ich sagen, ist dann mal ein leicht zu findendes Secret, oder? Gibt's Ammunition? Junge, gib Ruhe, sag ich dir, ey. Ihr spinnt wohl, ey. Kam er denn jetzt noch her, ey? Alter Schwede. Oh, da liegt ein bisschen Holz. Wovon nur? Das geschafft, ja. Tja, dann. What? Stehen bleiben. Alter. Ja, ich erinnere mich sogar. Irgendwie. War das hier nicht so schön? Erstmal ein bisschen umgucken. Junge, Junge, Junge. Ich bin gerade irgendwie am Überlegen, ob ich die Folgen nicht entsprechend umbenenne wegen der Mission, da wie das beim Laden angezeigt wird. Oh Mann. Die ganzen Pennkeller alle weg hier. Wegen diesen Sacknasen. Ja, geil. Das habe ich mir irgendwie gedacht, ne?
Ja, aber wisst ihr was? Der wird ja wohl nicht die ganze Zeit mit Granaten schmeißen. Ey. Von wo kommt der, ey? Das ist ja unmöglich, ey. Soll ich ja irgendwie mal ein bisschen besser überleben, oder was? Guck mal, ob ich den erwische, wenn ich ihm hier eine Granate rüberschmeiße. Leider nicht, ne? Kann ich den hier irgendwie sehen? Irgendwie eher nicht. Ja, damit kann ich leben. Junge, Junge, Junge. Lasst mich doch mal in Ruhe hier. Oh. Ja, Sacknasen, ey. Bloß Ruhe, ey. Ich schwör's euch, ich mache euch sowas von fertig hier, ey. Da oben hockt er. Ach, gehen wir doch gleich die Hardcore-Methode hier. Nicht mit mir. Verstanden? Haben wir hier noch Schönes? Jede Menge Munition hier. Oh, was habe ich da früher geflucht hier, weil mein Skill halt so schlecht war. Ich bin tatsächlich deutlich besser geworden, was Max Payne angeht. Wo läufst du lang? Da rum, ja? Okay. Noch irgendwelche Fragen? Wofür kann man hier rumjumpen? Das wäre eine interessante Frage. Kann man hier irgendwo rein? Eigentlich nicht, ne? Gut, gut. Oder auch nicht gut. Ah, da gibt's was, ne? Andererseits muss ich auch dringend pinkeln. Mal gucken, ob wir da rüberkommen. Schmerzmittel und Schrot. Nehmen wir gerne mit und ja, ich mache hier jetzt einfach mal einen Cut. Bis zum nächsten Teil dann.